So, weiter geht's. Und keine Ahnung, warum er das jetzt hier ausbauen konnte. Wenn man hier irgendwie überhaupt nichts machen kann. Keine Ahnung, aber gut, irgendeinen Grund wird's haben. So, gut, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Na gut, wobei, wir haben noch ein bisschen Energie übrig, die man ja eigentlich nicht verschwenden sollte. Hallo? Jetzt, hallo? Hallo? Jetzt nimm das doch mal. Mann. So. Aber ich glaube, wir haben nur drei. Ja, es fehlt mal wieder ein Samen. Das heißt, wir müssen wieder warten. Und legen das ganze Gedöns einfach ab. So, das auch. Und dann sind wir gerüstet. Ein bisschen was zu futtern könnten wir eigentlich mitnehmen. Also von den Pilzen noch, ne? Falls wir noch was übrig haben. Ich weiß gar nicht. Oh ja. Kann man wieder auffüllen. Und dann gehen wir schlafen. Und dann geht's weiter. Dam, dam, da, 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 da. Dann gehen wir mal wieder runter in die Höhle. So, gespeichert ist. Halt hier lang. So, gehen wir direkt runter in die Höhle. Ich warte da gar nicht lange, weil sonst muss ich wieder hier gucken und da gucken. Und dann gehen wir direkt runter in den Dungeon und erkunden da noch ein bisschen, weil wir ja auch noch die ganzen Sachen brauchen. Und wir haben ja jetzt auch das schöne Schwert und ein bisschen mehr Rüstung. Das heißt, wir sollten jetzt aber ein winzig ganz bisschen leichter haben. Und erschreck mich nicht immer zu Tode, du blödes Spiel, ja? Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Ach, stimmt, hier. Ah, es sind keine Monster mehr da. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, man muss die Monster wirklich immer nur einmal töten. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Aber es scheinen halt auch die Kisten und Fässer halt nicht mehr da zu sein. Die kann man scheinbar auch alle nur einmal nehmen. Schade. Das hätte ein wundervoller Spawn, wundervoller Farmpunkt hätte das. Eine Farmmöglichkeit. Oh, Alter, was zu dritt? Komm her, Kleiner. Ich möchte euch nicht zu dritt und zu viert an mir kleben haben. Ja. Ist echt super, dass man die total gut sieht. Ach komm, ey, das ist doch... Diese Mistviecher, ey. Also man verschwendet hier extrem viel Energie, weil man diese Mistviecher einfach nicht trifft. So, ach genau, ich wollte meine Axt eigentlich noch reparieren. Boah. Yeah. Yeah. Her damit. Geht das auch kaputt? Ja. Alter Schwede. Huch. Oh, da sind Nägel rausgekommen. Geil. Und Metallstücke. Und nochmal Nägel. Ui. Das kann man nicht kaputt schlagen, ne? Für Metallstücke. Schade. Wie sieht denn meine Axt aus? Ah, ich glaube, ich gehe nochmal ganz flott zurück. Oder ich suche mal. Wir müssen ja jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Dungeon-Level sind. Aber vielleicht sind die gar nicht so groß. Mal schauen. Okay, hier ist schon mal nichts. Hallo? Hallo? Ich sag ja, diese Scheißviecher da. Stirb. Verrecke! Oh, was war's? Ein Heiltrank! Nice! Und Geschirr, cool. Gefällt mir. Okay, das kann man nicht kaputt schlagen. Das kann man auch nicht kaputt schlagen. Ich gönne mir mal gerade was zu futtern. Oh Gott, das ist doch etwas größer als erwartet. Bäh. Ja, wenn man im passenden Abstand... Ach, da ist das, da ist es. Wenn man im passenden Abstand ist, geht das. Töte erst alle Feinde, okay. Alles klar. Daneben. Noch mehr Samen. Das lohnt sich ja voll.
Oh, hier kann man auch wieder zerknüppeln. Oh, meine Axt. Ich sehe meine Axt schwinden. Das sieht alles noch ganz aus. Man kann auch nicht alles kaputt schlagen. Nur das, was sowieso schon ein bisschen kaputt aussieht. Oh, diese scheiß Fledermäuse, ey, die sind so ätzend. Aber ich habe die böse Befürchtung, dass das noch lange nicht... Hallo? Ja, toll, danke, dass ich dich nicht sehe, du Miststück. Oh. Klar, bummst mich doch die ganze Zeit an hier. Echt, scheiß Viecher. Ich habe aber die böse Befürchtung, dass diese ätzenden Fledermäuse noch lange nicht das Ätzendste waren hier. So, hier haben wir noch ein paar Krügelchen. Oh nein! Ich kann es nicht aufnehmen! Oh nein! Was? Was mache ich denn jetzt? Oh, das ist doch kacke! Ist doch kacke. Ja, zerstören. Ich will das fallen lassen. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Vielleicht liegt es noch da, weil das andere Zeug lag ja auch die ganze Zeit noch da. Und es wird hier ja nichts resettet oder so vielleicht. Ich gehe jetzt einfach mal schnell raus oder runter. Und hoffe, dass ich... Ah, sehr schön. Und hoffe, dass ich wieder rauskomme. Da kann ich nämlich mal... ganz schnell irgendwo unser Zeug abladen. Unser Gelumpe einfach mal abladen. Heiltränke, das kann weg. Die Nägel, ach 15, Alter. Und das und das. Das lasse ich jetzt alles mal da. Die Heiltränke. Naja, wobei, die Heiltränke kann ich eigentlich nehmen. Bevorzugt vielleicht etwas früher als den Wein. So. Aber ich, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt mal schlafen und regeneriere mich, wenn ich schon mal da bin. Und ich muss ja auch noch meine. Ich muss ja auch noch meine Axt reparieren. Das muss ich auch noch machen. Weil da wird es Zeit, wie man gesehen hat. Dankeschön. Was muss ich? Das hier und das da. Theoretisch kann das eigentlich auch weg. Weil, und das und die Schaufel, das kann eigentlich alles weg. Weil wir müssen da ja nichts shippen. Also noch nicht jedenfalls. Und ich gehe mal schlafen und hofft mit mir mit, dass die, dass diese Samenkörner noch da liegen. Da bin ich mal gespannt. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gespeichert. So haben wir auf jeden Fall schon mal gespeichert. Und haben die erste, das erste Level freigeräumt. Cool. Ich bin echt gespannt. Und vor allem, was für Viecher lassen da bitte die Nägel fallen. Ich habe da echt Angst vor, das rauszufinden. So, schauen wir mal. Wir müssen... Oh Gott, erschreckt mich nicht so. Wir müssen auf jeden Fall wieder in das erste Level, weil wenn wir, habt ihr ja gesehen, wenn wir zurückgehen durch das Tor, dann kommen wir nämlich wieder raus, wo wir an, wo wir reingelaufen sind. Also wir kommen nicht zur ersten Ebene. Sondern, also nicht zur vorhergehenden Ebene zurück, sondern wieder komplett nach draußen. So, jetzt erstmal gucken. Wo war denn das nochmal? Ah, ich glaube da drüben. Ich glaube hier oben war das. Ich glaube hier war das. Nein, es ist nicht mehr da. Oh, das ist mies. Auch das ist nicht fair, ey. Dafür, dass man überhaupt keinen Platz hat die ganze Zeit, weil man ständig irgendwelche Nägel und Schrottteile und Holz und alles kriegt. Das ist ein bisschen, ja. Oder ich lass die ganzen Sachen hier erstmal stehen und sammle nur die normalen Drops ein. Wäre natürlich auch eine Idee, dass ich hier erstmal alles freiräume
von Monstern und dann die Drops wegräume und dann das andere Gedönse vielleicht aufsammle. Wäre eine Idee. Hallo? So, und dass wir dann hier den Rest mitnehmen, wenn wir dann wieder leer gemacht haben, bevor dass wir dann wieder die Hälfte nicht mitnehmen können. Weil das wäre doch schon richtig scheiße. Ich sehe Schleimse und Fledermäuse. Ja klar, und die fliegen erstmal 3 Kilometer durch uns durch. Ich hasse das, ey. Das ist so unnötig einfach. Ja, genau, Schlag in die falsche Richtung. Warum auch nicht? Wir haben ja unendlich Energie mit dem Schwert, weißt du? Oh, cool, da haben wir Lagerplatz. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob das Zeug dann da drinnen bleibt oder ob das auch verschwindet. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. Moment. Ich zerlege jetzt hier gerade mal was und schmeiße das Zeug hier rein. Und dann bin ich mal gespannt, ob das bleibt und ob wir das später ausräumen können. Oder ob das dann auch weg ist. Hallo? Hallo? Alter, das ist so unheimlich. Hallo? Oh, schon wieder. Ja, klar! Komm ich nicht zurück und verpiss dich dann wieder, du feige Sau, ey. Alter! Diese Mistviecher! Jetzt hör doch mal auf! Ey, das ist so zum Kotzen! Ich treff den auch nicht! Dieses Miststück, dieses Elendige! Ist doch nicht wahr, ey. Diese scheiß verhurten Fledermäuse. Echt. Bescheuerte Viecher, ey. Da kommt ein Schleim. Hallo, beeil dich mal. Und schon wieder so verhurte Viecher, ey. Entschuldigung für meine Ausdrücke, aber ey, ich krieg da echt eins zu viel, wenn ich sowas sehe. Wie die an mir vorbeifliegen, mich anbumsen... Und dann erstmal 30 Kilometer entfernt sind. Das ist so asozial einfach. Sorry, aber ich habe da keine anderen Worte für. Echt. Ich habe da einfach keine anderen Worte für. Ach komm. Oh, meine Nase juckt. Okay, da war jetzt gar nichts drin. Enttäuschend, enttäuschend. Pilze finden wir durchaus mehr, als dass wir Wein herstellen können bisher. Von daher. Hallo. Kleiner Schleimi. Noch ein Bücherregal. Oh, da kann man aber nicht ran. Guck, da kann ich jetzt nichts machen. Interessant. Es geht also nicht bei allem. Oh, ich will die ganzen Dinge aufbrechen hier. Ah. Nächste Station. Dankeschön. Ich glaube aber, wir brauchen noch, ne? Oh nee, wir sind schon fertig. Krass. Gut, gehen aber wieder hoch. Wie viel Platz habe ich denn? Nicht mehr viel. Boah, ich könnte hier unten in der Nähe irgendwo eine Kiste gebrauchen, wo ich mal alles einschmeißen kann. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob in dem Bücherregal noch alles drinne liegt. Oder eben nicht. So, ich lade jetzt erstmal hier das ganze Gedönse wieder ab. Und gehe auch mal schlafen, damit sich unsere Energie wiederholt. Und nehme dabei mal die restlichen Pilze mit, falls wir noch welche haben. Ja. Ich nehme mal die Pilze mit.
Und gehen mal schnell ein bisschen pennen, dass unsere Energie wieder voll aufgeladen ist und wir übrigens speichern können. Diese Drecksfledermäuse, ey, das ist so nervig. Ich meine, es gibt in jedem Spiel, weißt du, in jedem Scheißspiel, gibt es dieses eine Monster, das einfach so abartig nervt wie keine anderen. Ich glaube, das ist aktuell noch die Fledermaus, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist wirklich aktuell noch diese blöde Fledermaus, die mit Vollkaracho anfliegt, dich irgendwie umfliegt wie so ein Helikopter und sich dann direkt wieder verpisst und du das Viech nicht mehr triffst. Und ich erschrecke mich jedes Mal bei diesem Geräusch. Hör doch mal auf damit. Ach, was bin ich denn doof? Warum gehe ich denn? Hier ist doch sowieso alles fertig. Ich will eigentlich hier rein. Ja, jetzt habe ich mich nicht erschrocken. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal spielen. So, theoretisch müssten hier jetzt eigentlich sämtliche Monster weg sein, weil wir ja in das nächste Gebiet runterkamen. So, ich nehme jetzt einfach alles mit. Oh, wieder Zwiebelsamen. Oh, geil. Und auch goldener. Oh, super. Sehr schön. Deswegen schade, dass man da nicht mehrfach sammeln kann, sondern dass das wirklich immer nur einmal geht. Das finde ich ein bisschen schade. Und noch mehr Zwiebelsamen. Hui, ich glaube, wir können bald Zwiebeln anbauen, ohne dass wir welche kaufen mussten. So, wie schaut's aus? Toll. Ist natürlich auch nichts mehr drin. Oh, das ist doch... Warum kann man hier bitte was lagern, wenn das nicht funktioniert? Das ist bescheuert. Das ist richtig bescheuert, aber gut. Das finde ich ein bisschen doof. Aber Platz haben wir noch. Ich glaube, hier haben wir alles mitgenommen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Hier müssen wir alles haben, da unten. Ich glaube, beim letzten haben wir auch alles mitgenommen. Müssen wir den Rest hier noch ausräubern. Und den bringen wir dann auch direkt in Sicherheit. So, kann ich die kaputt schlagen? Nö. Da oben haben wir noch einen Stuhl. Nimm mal alles mit. Alles wird mitgenommen. Nichts wird hier zurückgelassen. Ach gut, das war auch mehr. Mehr war das gar nicht. Okay. So. Dritte Ebene. Wie viel Platz haben wir? Ja, ein bisschen kann man noch. Ich habe irgendwie ganz kalte Hände, weil ich irgendwie Schiss habe vor dem, was uns noch erwartet. Batz. Hallöchen. Wenn ich da unten in der Ecke das Vieh schon wieder sehe, ne? Komm, putt, putt, putt. Weißt du, ich muss mir immer eins aufs Maul geben lassen, damit ich das Viech überhaupt tot kriege. Weil bis ich nämlich einen Schritt zurückgegangen bin und wieder hin, da ist, hat sich das Viech ja auch schon wieder verpisst. So, da unten ist frei. Hallo? Hallo? Alter, was? Fliegen! Oh, die sind mit Anschlag weg. Das ist gut. Nochmal Zwiebeln. Wie schaut's aus? Viel Platz haben wir noch. Noch mehr Fliegen. Und noch mehr Fliegen. Gut, die Fliegen sind jetzt nicht ganz so gefährlich. So, hier ist auch alles weg. Oh, ich würde gerne zwischendurch mal speichern können.
Ich glaube, sollten wir irgendwas Gefährliches sehen, das uns fast tötet. Ich glaube, wir können uns gerade noch dann in Sicherheit bringen. Ich gönne mir mal ein bisschen Wein. Oh, und noch mehr, ey. Ich muss mich jedes Mal anbumsen lassen. Das ist so unfassbar. So, wie viel Platz? Immer noch 4. Das ist super. Und ich mache hier mal ganz schnell einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, ne? Also, tschüss.